Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das 2060 Bundle von Blockmonster und Schwarz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 2060 von Blockmonster und Schwarz, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus Album, Poster und Shirt. Nachdem Shirt und CD, also das Album, noch in Folie sind, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen, um uns das dann im Detail anzusehen. So, als erstes einmal das Album. Das Shirt. Brauchen wir gar kein Messer, das ist hier einfach so zugeklebt mit einem Klebestreifen. Jawohl. So. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das aus. Also hier oben lesen wir einmal Hirntod Records präsentiert. Dann haben wir Blockmonster und Schwarz darunter stehen, 2060 und Zeugen der Apokalypse. Also, das ist so ein Album, das über einen möglichen Ausgang der Zukunft berichtet, wo einfach die beiden Herren hier, Blockmonster hier mit Gasmaske und Schwarz mit dieser Schweißerbrille, gegen eine Invasion kämpfen. Hier unten bieten sich schon die Szenen dar. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case hier auf der Seite schwarz und wir lesen hier in roter Schrift, ich hoffe man kann das hier lesen, beziehungsweise so, Hirntod Records präsentiert und hier auch nochmal das Logo. Hier lesen wir dann auch nochmal die Interpreten plus Albumtitel. So sieht das aus, auch wenn jetzt gerade der Hintergrund scharf gestellt wird. So, jawohl, das lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir insgesamt 18 Tracks an der Zahl, plus einen 19. Track, der allerdings nur ein Instrumental von 2060. Wir haben Features von Uzi, Rako, Jason, Hirntod Posse, GPC, Money Mark, Prinz P, Greco und Dr. Faustus. Dann haben wir hier noch die Credits und einen Barcode. Dann haben wir so einen Maschendrahtzaun mit so diversen Warnschildern, also die Tracklist und der Barcode sind auch auf solchen Warnschildern angebracht. Und hier haben wir dann noch zu lesen, die Maschinen waren da und das Ganze auf so einem Radioaktivzeichen. Okay, dann schauen wir mal hinein. Booklet haben wir in diesem Fall ein sehr dünnes. Und zwar sieht das so aus. Einmal die beiden Protagonisten, Block und Schwarz hier am Kämpfen. Und dann haben wir hier nochmal die gesamte Tracklist auf dieser Doppelseite. Und auf der letzten Seite haben wir noch diesen Kopf hier, halb Mensch, halb Maschine. Und dann hier noch die Credits zum Album. So sieht das aus. Gut. Auf der Rückseite dann noch dieses hier. Das in meinen Augen 1:1 als Wendecover zu verwenden. Bedeutet, man kann natürlich auch statt dem regulären Cover dieses hier reinmachen, gefällt mir richtig gut. Das Ganze hier ist in Schwarz-Weiß, Schwarz-Silber-Optik. Okay, die CD sieht dann so aus. Auch hier haben wir wieder so ein Radioaktivzeichen. Jawohl, so sieht das von hinten aus. Da haben wir dann noch so einen, in meinen Augen, Safe oder so ein Metall, so einen Verschluss. Und da hinten lesen wir noch 079. Gut, soweit zum Album. Dann haben wir noch mit dabei ein Shirt und ein Poster. Wir schauen uns als erstes mal das Poster an. Und zwar ist dieses Poster besonders, denn es ist kein reguläres Poster, denn wir haben hier, man sieht es, die Unterschriften der beiden Interpreten mit drauf. Das freut mich sehr.
Also links oben Blockmonster, rechts oben Schwarz haben unterschrieben. Darüber lesen wir dann auch wieder Hirntod Records präsentiert. Und dann haben wir hier die Szenerie, die wir schon vom Cover kennen. Allerdings hier nicht quadratisch, sondern im Hochformat. Und darunter haben wir dann noch die Credits zum Album. Sehr schön. Das Poster im Hochformat einseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt bzw. Bundleinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und zwar sieht das so aus, hier auch wieder Block und Schwarz im Kampf mit den Maschinen, in der Maschinenapokalypse. Hier haben wir dann sogar noch einen Bus mit Tempelhof draufstehen, also wir dürfen uns hier in Berlin befinden. Das Ganze in Schwarz-Weiß und Rot gestaltet. Neckprint haben wir keinen, ansonsten wirklich glatt schwarz. Und wir haben es zu tun mit einem Fruit of the Loom Classic Value Weight in der Größe M. Was ich zur Größe noch dazu sagen möchte, die Größe war frei wählbar. Also ich glaube von S bis XXL war das damals frei auszuwählen. Ich habe mich in dem Fall für M entschieden. Und hier hinten lesen wir noch 100% Baumwolle und Made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem weißen bzw. roten Aufdruck. So sieht das aus. Das Ganze bis runter in den Bauchbereich. Wir haben hier eben Blockmonster und Schwarz am Kämpfen mit den Maschinen. Wilde Szenen, die sich hier abspielen. Ja, von den Farben her gefällt mir das richtig gut. Schwarz, Weiß und Rot, Top-Kombination. Allerdings, muss ich jetzt ehrlich sagen, würde ich persönlich jetzt nicht unbedingt mit einem Shirt rumlaufen, auf dem sich diese Szenen hier abspielen. Erinnert mich etwas an Terminator. Ist vom Design her nicht ganz so mein Fall. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M, wie gesagt, Größe damals frei wählbar. Dann mit dabei das Poster, einseitig bedruckt, mit den beiden Unterschriften im Hochformat. Und natürlich das Album an sich 2060 im Standard Jewel Case inklusive 18 Tracks plus einem Instrumental Track. Ja, das alles in diesem wunderbaren Bundle. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blockmonster und Schwarz unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.